Hallöchen, liebe Bastelfreunde, und herzlich willkommen hier zur nächsten Videofolge für den Ford Mustang, dem Shelby GT500, nämlich mit den Ausgaben 2933, das Modell hier aus dem Hause De Agostini. Ja, wir werden heute am Unterboden weiterarbeiten und auch an einer, eine Blattfeder ist mit dabei in der heutigen Lieferung und die Hinterachse, glaube ich, müssen wir da gleich mal in der Anleitung schauen, welche genau. Aber ich glaube schon, dass es die Hinterradaufhängung ist, denn ja, wenn wir schon an der Blattfeder arbeiten, geht es dann natürlich zügig wahrscheinlich auch mit der Hinterradaufhängung weiter. Also, lasst ihr gerne ein kostenloses Abonnement hier auf dem Kanal da, über einen Daumen nach oben und einen Kommentar würde ich mich natürlich sehr freuen. So, also wir starten mit der Ausgabe 29 und bekommen dafür hier unser nächstes Stück Bodenplatte, was wir dann auch mal als erstes hier ansetzen, und zwar so herum wird das jetzt hier verschraubt mit den beigefügten DS02 Schrauben. So, wenn die da drin sind, können wir mit der Tüte 30 weitermachen und bekommen dafür ein nächstes großes Teil, nämlich ein Stück Abdeckung, mit der wir jetzt quasi einmal hier den Hohlraum hier abdecken. So, und natürlich noch ein paar Details mehr, die wir mal als erstes anbringen sollen, bevor wir das Ganze einbauen. So, und zwar gibt es jetzt hier so kleine Pins. Die sollen wir jetzt hier vorher noch einsetzen. So, einmal so herum. Jetzt muss ich gerade mal schauen, wie rum die das Teil haben. So. Und dann gibt es jetzt hier diese kleinen Plastikteile, die wir dann in der Richtung entsprechend hier in diese kleinen Löcher hier einsetzen. So, jetzt müssen wir schauen. 30C. Achso, hier haben wir kleine Buchstaben drin, sehe ich gerade, für rechts und links. So, jetzt muss ich nur gerade mal schauen. Das Teil kommt nachher so rum drauf. Das ist hinten, dann ist das rechts. So, einmal da rein und wir verschrauben das PS01. So, wenn die zwei dann fest sind, drehen wir das Ganze einmal rum auf diese Position, nehmen uns hier dieses Teil und sollen das, halt habe ich es jetzt richtig rum, jetzt muss ich gerade mal schauen, nee, so rum, hier auf die zwei Pins kommt es drauf, genau, so. Und dann soll es hier drauf. Ebenfalls mit PS01. So, und dann kommt das Ganze jetzt einmal hier drauf. Thank you.
So. Und dann gucken wir mal. Wir machen jetzt hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mal die DS2 und hier 2 mal DS12 rein. So, und dann sind wir auch schon bei Ausgabe 30, 31. Genau, 31. So, dann brauchen wir jetzt hier zwei von diesen PS11-Schrauben und drehen die jetzt, so wie wir das auch schon beim kleinen Eleanor Shelby gemacht haben, drehen wir die hier einmal in das Differential rein. Die dienen jetzt einfach nur als Einschlagstopper. So. Nehmen uns dann das Achsenteil hier und fügen diese Baugruppe jetzt mit der Rundung voran nach unten rein. Ja, und stecken das jetzt hier einfach nur hier oben drauf. So, und verschließen das Ganze eventuell schon. Genau, mit den Teilen der Ausgabe 32. So, und genau mit dem Teil fangen wir auch als erstes an. Das stecken wir jetzt hier parallel als erstes hier oben drauf. Drücken das hier einmal vorsichtig fest und machen jetzt 4 Stück DS02 Schrauben rein. So, wenn wir das Ganze dann fest haben, sollen wir jetzt im nächsten Arbeitsschritt die zwei Federn hier aufsetzen. Dann das Ganze jetzt hier in den Unterboden reinmachen. So, mal kurz schauen. In der Anleitung ist die Baugruppe so. Und das Ganze kommt jetzt so herum hier drauf. So, wir drehen es jetzt wieder um. Haben jetzt hier unsere Schraubverbindung. Legen hier einmal diese kleinen Plastikplatten gleich noch drüber. Und nehmen uns hier schon mal so eine Schraube zur Hilfe. Und müssen jetzt quasi hier diese Platten einmal hier drüber schrauben. So, dasselbe nochmal hier auf der linken Seite. Zum Schluss noch die 33 und zwar damit die erste bzw. auch die linke Plattfeder.
sortieren wir schon mal die Schrauben raus. DS01 und PS05. Okay, so. Also als erstes, das ist der zweite, den habe ich gerade gesucht, suchen oder stecken wir die Federn, die Blattfeder, erstmal hier in dieses Ende rein. Jetzt müssen wir mal gucken, welche. Das ist Teil 33b und das ist C. Und wir sollen B nehmen. Dann den kurzen, oder? Ne, den langen Federabstand. Also hier zu erkennen, ne? So, dann das Bauteil so herum hier einsetzen. Und dann von außen den Stift hier eintreiben. Ich stecke den jetzt hier erstmal ein, dass er erstmal hält, und dann schiebe ich den jetzt hier durch. So, und nehme mir dann hier eine Zange und drücke den einmal hier richtig durch. So. Und jetzt machen wir hier auf der anderen Seite nochmal dasselbe Spiel. Hier gibt es jetzt optisch keinen Unterschied. So, die zweite Seite habe ich dann jetzt auch eingetrieben. Und jetzt nehmen wir uns einmal wieder die Bodenplatte vor. So, und müssen das Ganze jetzt einmal hier so herum übersetzen. So, jetzt muss ich gerade noch mal schauen. Doch, richtig rum ist es drin. Dann sollte jetzt eigentlich hier dieses Loch übereinstimmen. Ah, das wird glaube ich so gehalten. Okay, alles klar. Also, dann drehen wir das Ganze jetzt einmal rum. Machen als erstes die PS05-Schrauben. Machen wir erstmal die Federhalterung fest. Einmal. Muss jetzt hier noch diese kleine Platte drüber, und zwar haben wir jetzt hier einen Stift, der kommt in die Feder rein, und dann zwei Blindkappen, die hier über die zwei Pins kommen, und hier zwei Schraublöcher offen bleiben. So, und da treiben wir jetzt noch die DS01 Schrauben ein. Feder drin und können damit die monatliche Lieferung
einmal abschließen. So, Lieben, und damit sind wir schon wieder durch für die heutige Videofolge. Wir haben jetzt hier einmal unser Chassis um eine weitere Platte verlängert. Wir haben hier ein, ich nenne es jetzt einfach mal Mittelteil im Chassis verbaut. Dann das Ganze hier auch einmal die Hinterachse montiert und auch schon die erste der zwei Federn montiert. Und damit wird es wahrscheinlich dann in der Ausgabe 34 weitergehen, dass wir dann hier auf der rechten Seite einmal die Feder einsetzen und alles andere folgt, denn ich kann es ja noch nicht sagen, was uns da erwartet. In dem Sinne sage ich jetzt erstmal Tschüss, viel Spaß beim Nachbauen und ja, in dem Sinne bis zum nächsten Mal. Ciao.